Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aesthetic Possibilities an diesem schönen Donnerstag. Heute einen, naja, wie sage ich das, keinen 0 auf 100 Fall, sondern so ein kleiner Reparaturfall eigentlich mehr. Also da gab es schon Versorgungen an den betroffenen Zähnen und aber wie das eben so ist, auch die sind schon so ein bisschen in die Jahre gekommen und schrien so ein bisschen nach einem Fresh-Up und dann haben wir eben gucken müssen, was da jetzt noch geht. Wir wollten oder sollten gar nicht alles verändern, sondern sollten nur so ein paar Highlights nochmal setzen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie die Patientin zu uns gekommen ist. Eine ganz liebe Patientin, die schon eben auch dental das eine oder andere hinter sich hat. Und ihr seht es jetzt hier eigentlich auch schon ganz gut. Also da gibt es schon Füllungen, die aber alle irgendwie so ein bisschen, also ihr seht, farblich passt das Ganze nicht so ganz zusammen. Ihr seht, dass Füllungsränder auch schon wieder verfärbt sind. Ihr seht, dass gewisse Füllungen auch schon so wieder ein bisschen ausgewaschen sind. Dass eben auch das Dentin unten drunter schon durchschimmert. Dass das eben alles nicht mehr so ganz in einem Zustand ist, wo man jetzt zufrieden mit ist. Und deswegen stellte sie sich bei uns vor. Sie war auch schon mit uns in Verbindung gekommen in Form von einer zu versorgenden Implantat, auch fremdgesetzt bei einem anderen Chirurgen. Sollte dann nur bei uns versorgt werden. Und da hat sie sich dann eben im Laufe der Behandlung auch wollte sie eben auch dann diese Situation hier verbessert haben. Und dann haben wir besprochen, was man eben machen kann. Man hätte natürlich das Gesamtpaket machen können. Man hätte die Zähne mit Veneers versorgen können oder auch mit Kronen. Man sieht ja hier, die Schneidekanten sind schon relativ durchschimmernd. Das heißt also, auch hier ist schon ein gewisser Substanzverlust erfolgt. Aber das war nicht ihr Anliegen und das wollte sie auch gar nicht. Sie wollte eigentlich das grobe Ganze so belassen, wie es jetzt hier war. Sie wollte eben nur von der Optik der Oberflächen ein bisschen was verbessert haben. Und dann sind wir eben hingegangen und haben die alten Füllungen ausgetauscht, haben neue Füllungen gelegt. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie es geworden ist. Und dann seht ihr jetzt eigentlich hier auch schon ganz gut, dass es, wie gesagt, gar nicht mal darum ging, jetzt hier diese Lücken zu verbessern oder generell die Form der Zähne zu verbessern und zu bearbeiten, sondern dass es eben so um den farblichen Aspekt und die Oberflächenintegrität der Füllungen auf den Zahnoberflächen der vestibulären Flächen ging. Das heißt, alle Zahnhalsfüllungen von Eckzahn bis Eckzahn wurden rausgenommen, die Zähne wurden gesäubert, die Zähne wurden dann auch nochmal konditioniert für neue Zahnhalsfüllungen, die dann aber eben farblich angepasst waren und nicht wie vorher, wo quasi schon das Ursprungsfüllungsmaterial eben nicht die richtige Farbe hatte und wo dann aber auch schon diese Füllungen eben zum Teil sehr stark ausgewaschen waren, sondern jetzt haben wir wirklich von Eckzahn bis Eckzahn eine Farbe, die zum gesamten Zahn passt. Und ich zeige euch jetzt nochmal in der Gegenüberstellung, wie das Ganze aussieht. Ihr seht also ein krasses Vorher-Nachher, trotzdem, obwohl eben nicht wirklich jedes Detail geändert wurde, weil wir es auch nicht ändern sollten, sondern es sollte schon so bleiben, nur eben das Farbliche und eben die Füllungen an sich sollten verbessert werden. Und ja, die Patientin auch mega happy, war nämlich anfangs oder beziehungsweise mit der Ausgangssituation auch sehr unglücklich, litt da richtig drunter und dann haben wir gesagt, okay, wir können eben das oder das machen, wir können Veneers machen, dann hätte man auch die Chance gehabt, die gesamte Zahnform nochmal zu korrigieren, auch die Schneidekanten dann damit zu therapieren, aber wie gesagt, sie wollte lediglich die Zahnhälse gefüllt und das eben, dass das Ganze so minimalinvasiv wie möglich eben gelöst wurde. Und das konnten wir eben dann mit den gelegten Zahnhalsfüllungen für sie realisieren. Ja, wie ist es bei euch? Habt ihr auch schon die ein oder andere Zahnhalsfüllung? Habt ihr auch irgendwelche Stellen an den Zähnen, wo ihr sagt, oh, hier könnte man aber deutlich was verbessern, aber ich möchte vielleicht trotzdem auch kein Veneer, sondern das so minimalinvasiv wie möglich? Schreibt uns mal in die Kommentare. Ihr könnt uns gerne mal auch über E-Mail eure Fälle schicken, könnt Bilder schicken und dann können wir uns die Sache mal anschauen. Ansonsten gibt es natürlich auch für alle, die es noch nicht gesehen haben, jetzt einen neuen Instagram-Kanal, wo sich es rein um die Ästhetik dreht, also wenig Implantologie, dafür umso mehr Ästhetik. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, da werdet ihr dann immer wieder mit neuen spannenden Fällen versorgt und lasst doch einfach mal ein Like da. Ansonsten, wie sonst auch mein Aufruf, folgt dem Kanal, abonniert ihn, lasst Likes da und dann sehen wir uns regelmäßig donnerstags zu einer neuen Folge Aesthetic Possibilities. Macht's gut, bis dann!